Dieses Wahrzeichen Kietrichs ist schon von Weitem zu sehen, die Kirche St. Valentinus und Dionysius. Erbaut wurde die Basilika zwischen 1330 und 1380 als Aufbewahrungsort für die Reliquie des heiligen Valentinus. Später wurde sie zur Pilgerstätte. Aufgrund der spätgotischen Architektur und der umfangreich erhaltenen Ausstattung zählt die Wallfahrtskirche mittlerweile zu den national bedeutendsten Gotteshäusern. Nach all den Jahrhunderten war die Kirche allerdings ziemlich mitgenommen. In erster Linie war die Kirche sehr, sehr stark verschmutzt und unter der Verschmutzung gab es auch teilweise ablösende historische Substanz, die gesichert und erhalten werden musste. Die letzte Renovierung lag ja über 50 Jahre zurück, 50, 60 Jahre, und die Kirche ist sehr stark genutzt. Es wird sehr viel, nicht nur gebetet, sondern auch sehr viel Wallfahrt, sehr viel Nutzung in Form von Kerzen, Besuchern. Und das hat doch zu einer sehr, sehr starken Verschmutzung geführt. Eine umfassende Sanierung der Basilika war unumgänglich. Damit das gelingt, haben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Lotto Hessen der Gemeinde kräftig unter die Arme gegriffen. Wir als private Stiftung haben natürlich auf der einen Seite eine große Einnahmequelle, private Spender. Aber die zweite große Säule, auf der unsere Finanzen beruhen, ist eben, dass wir Destinatär der Lotterie-Glücksspirale sind. Und gerade in Hessen ist das ein Großteil unserer Ausgaben, die wir hier tätigen, eben auch hier für die Kirche in Kietrich, sind Mittel der Lotterie-Glücksspirale, die über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dann ausgewiesen werden können. Für diese Kirche, für dieses Objekt waren es knapp 200.000 Euro. Davon kamen allein 160.000 Euro aus der Glücksspirale heraus. Und mit diesem Geld konnte die Kirche rund erneuert werden. 2012, 2013 haben wir mit der eigentlichen Maßnahme begonnen. Es ist erst die Raumschale bearbeitet worden, also sprich die Deckengewölbe, Wände, Stützen und so weiter sind gereinigt worden, von Hand alles, und es ist nachgekalkt worden. Das war somit die erste Maßnahme, die hier innerhalb der Kirche durchgeführt wurde. Parallel dazu, ich hatte es eingangs schon gesagt, natürlich die ganze technische Ausstattung. Seit 1,5 Jahren wird auch die Ausstattung bearbeitet, unter anderem der Hochaltar, die Orgel und die Figuren. Dabei kam auch die ein oder andere Überraschung zum Vorschein. Als Maria und Johannes seitlich des großen Kruzifixes heruntergeholt wurden für die Restaurierung und sie in die Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege kamen, haben wir gestutzt. Sie waren vorher schon eingeordnet als Ankauf von Baron Satten mit Fränkisch. Und wir haben dann gesagt, die sehen aber doch sehr nach Riemenschneider aus. Und dann haben wir ein kleines Fachkolloquium auch durchgeführt mit Experten. Und dank der Restaurierung konnten sie auch der Werkstatt des Tillmann Riemenschneider zugeordnet werden. Und damit nicht genug, auf der Rückseite des Altars wurde außerdem eine bedeutende Rokoko-Freske entdeckt. Jetzt geht die Sanierung auf die Zielgerade. Bis zum Ende des Jahres soll alles komplett fertig sein.